Weil vor allem, wenn es junge Leute sind und die alleine gelassen drüben in den Staaten, ist keine witzige Geschichte. Also da kriegen gewisse Richtlinien her. Man muss auch klären, weil die relativ junge Leute haben wollen, die eigentlich sozusagen noch College spielen könnten, was passiert mit einer entsprechenden College Eligibility. Auch das muss mit der NCAA abgeklärt werden. Also da gibt es verschiedene Dinge, bis hin auch, was hat unterm Strich, da gebe ich dem Karl zu einem gewissen Grad recht, was hat der Verein davon, aus seiner Publicity. Das ist ja durchaus richtig und verständlich, ja, aber wie gesagt, die Gelegenheit ist jetzt da, wobei jetzt ist sie da, diese Situation zu ändern und in eine Richtung zu drehen, die Sinn macht, unter Berücksichtigung aller Aspekte. Garantie ist es auch keine, weil wir kennen das amerikanische System, Hire and Fire. Es kann sein, dass der Herr Mark Waller nächstes Jahr nicht mehr da ist und der Herr Tony Allen trotzdem noch